Gruß dem Helden von Cyrodiil. Seid mir gegrüßt. Und was machst du jetzt? Was zur Hölle macht der jetzt? Gammelt er hier jetzt einfach nur rum und läuft hier rum? Oh, er trinkt jetzt natürlich auch noch was. Super. Ja, und essen musst du natürlich auch noch was, war klar. Geh den doch einfach verhaften. Tja. Ess schneller. Am liebsten würde ich den Typ selber verhaften. Aber dazu habe ich ja nicht die Autorität. Ich bin ja keine Wache und erst recht kein Wachhauptmann. Naja, obwohl, ich bin der Held von Cyrodiil oder der Meister von Cyrodiil. Also dürfte ich das doch auch, oder? Boah, ich penne gleich ein, wenn der den nicht verhaften geht. Schlimm. Eigentlich müsste ich dem jetzt alle Lebensmittel abkaufen, ey. Damit der nichts mehr zu essen hat und sagt, oh, ich muss nach Hause. Jemanden im Auge behalten ist so eine Sache. Das ist nämlich langweilig. Na, passiert, wenn man sich lange nicht bewegt. Boah, kann der viel essen. Junge, beweg dich doch uns. Ja, ess weiter. Ich wollte dich nicht stören, Entschuldigung. Der Typ neben dem scheint sehr viel Durst zu haben. Der trinkt sehr komisch. Ja, und wie sie beide einfach nur synchron aufstehen. Hallo. Gehst du den jetzt verhaften? Bist du jetzt gestärkt genug, dass du ihn verhaften kannst? Wie geht es euch heute? Mir geht's gut, immer. Geh einfach weiter. Wie schön, euch zu sehen. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich nehme an, der Daedra-Kult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Es macht den Anschein, die Insel Somerset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Lebt wohl. Er labert auch immer alle das Gleiche. Ja komm, geh den verhaften. Mach Mama stolz, geh ihn verhaften. Verhaften. Nein, du hast mich verwirrt, du Arsch. Ja, schieb ihn zu Audenz, genau. Ach Mann. Bevor du mich wieder beachtest, ich will ihn ja nicht verwirren. Ich sollte zwischendurch mal speichern. Aber ich frage mich auch, wie die zwei Zeugenaussagen jetzt zu ihm kommen.
Weil ich habe weder Ruslan noch den anderen bei ihm gesehen, die gesagt haben, ja hier, wir sagen gegen den aus. Ist auch albern, dass man ihm nicht einfach sagen kann, ja hey, ich habe zwei Zeugen, geh den mal verhaften. Dass er dann direkt dahin läuft. Ich weiß auch nicht, wo unser Audenz ist, dass ich einfach sagen könnte, ich beobachte den anderen, aber es bringt sowieso nichts. Liegt da noch eine Leiche? Ach du Scheiße, hier liegt ja noch eine Leiche. Von dem noch? Von Draconis? Das glaube ich jetzt aber gerade irgendwie nicht. Das ist irgendwie unlogisch. Der hat schon einen Grabstein dabei, Apfelwacht. Aber er liegt noch da. Habt ihr, warum hebt ihr den nicht mal auf? Der liegt doch schon vor lange da. Das müsste eigentlich schon ein Skelett sein. Hallo. Was habt ihr für Neuigkeiten? Mir sind im Wald vor kurzem ein paar Goblins begegnet. Widerliche kleine Biester. Ich kann den Anblick dieser Biester nicht ertragen. Seht euch vor. Schönen Tag. Ja, Goblins sind aber auch hässliche Viecher. Och, Jung. Hallo. Ja, hi. Ist es gemütlich auf der Treppe? Ja, schön. Tja, was soll ich sagen? Es ist sehr lustig. Ah, nein, laber mich nicht an. Geh weg. Ja, du darfst mich anlabern und du sollst weitergehen. Der läuft jetzt eh wieder nur eine Runde. Ich höre euch zu, Bürger. Für mich gehen die beiseite und für den nicht. Auch geil. Ja, die wissen eben, wer hier die geilste Person ist. Jetzt bleibt sie hier wieder stehen. Ja, schön. Ich freue mich. Bist du so erschöpft von dem bisschen Gehen? Ja, toll. Das war jetzt eine Zigarettenlänge. Schön. Ja, flirtet ihr noch ein bisschen. Ihr zwei Süßen, wie der den anguckt. Ich störe euren Blickkontakt. Wie kann ich euch helfen, Meister? Ah, schade, habe ich leider nicht lange genug gestört, den Blickkontakt. Ach, ich glaube, die zwei haben sich verliebt. Ja, sieht so aus. Oh, hast du dich wieder ein bisschen bewegt? Hast du dich von deinem Geliebten abgewendet? Der ist doch jetzt bestimmt ganz traurig. Guck mal, der guckt dich immer noch an. Alles ruhig, was? In Momenten wie diesen denke ich, die Diebe sind alle in Urlaub. Ich habe langsam Hunger und was zu trinken wäre auch nicht verkehrt. Aber keine Sorge, ich bin noch wachsam. Na, bevor die Dinge sich bessern, werden sie erstmal schlechter. Das ist immer so. Halte die Augen nach Ärger auf. Wir machen uns wohl am besten wieder an die Arbeit, was? Wenn der Hauptmann uns beim Schwatzen erwischt, sind wir dran. Vor allem, weil er das gerade zu einem Hauptmann auch gesagt hat, aber egal. Ich wollte gerade sagen, ist das Mazoga, aber das ist sie ja gar nicht. Ich höre euch zu, Bürger. Ich guck mal hier in die Kiste, vielleicht ist hier noch eine Fackel drin oder auch nicht. Vielleicht hier, weil ich könnte ein paar Fackeln gebrauchen. Na, hier ist alles drin, nur keine Fackeln.
Naja gut, gegen Gold habe ich auch nichts. Gruß euch. Na, jetzt bist du mal wieder hier. Wie toll. Ich höre euch zu, Bürger. Ich will nicht reden. Speichern wir nochmal. Er hat sich ja immerhin schon ein paar Kilometerchen bewegt. Weil wenn ich einfach die Zeit vorlaufen lasse, kann es passieren, dass der Pfeil einfach verschwindet und dass man halt nicht mitbekommt, wie er ihn verhaftet. Und das ist dann immer sehr blöd, weil so kriegt man, glaube ich, auch einen Tagebucheintrag, wenn man zugeguckt hat, dass er ihn verhaftet. Und ich will diesen Tagebucheintrag haben. Nur dazu müsste Monsieur ihn erstmal verhaften. So einen Job möchte ich auch mal haben. Den ganzen Tag einfach nur rumstehen. Und chillen. Ab und zu mal ein bisschen durch die Stadt laufen. Ein bisschen mit Leuten quatschen. Ja, es wird schon dunkel, dann geht er bestimmt gleich pennen. Das ist dann schlecht. Weil ich denke mal, er geht jetzt da hinten in die Tür. Und dann geht der gute Heier machen. Und wenn er das tut, dann schalte ich euch aus und warte so lange, bis er wach ist wieder. Aber ohne die Zeit vorlaufen zu lassen, und das kann dauern. Wieso wusste ich das? Naja, vielleicht treffen sie sich ja hier zufällig. Ah, jetzt schläft er. Ich wusste es. Ich setze mich mal hin. Wie kann ich euch helfen, Meister? Habt ihr zwei einen Sprachfehler? Ich sitze jetzt einfach hier. Nein, ich möchte hier nichts klauen. Hier sitzen Wachen. Ich speichere doch nochmal und dann werde ich doch die Zeit mal vorlaufen lassen. Mal gucken, ob das doch irgendwie was bringt. Weil jetzt kann der Pfeil eh nicht verschwinden. Sprecht. Und der Pfeil ist immer noch da. Der schläft aber lange. Der schläft verdammt lange. Ja, habt eine schöne Kaserne. Ganz toll. Was braucht ihr, Meister? Nichts. Ah, habt einen schönen Teppich, ja, sehr schön. Schönen Tisch, Stühle. Nehmt eure Pause. Eine Gut, schöne Decke. Ich habe Hunger. Ja, der isst doch schon, der macht doch schon Pause. Ich bin eure Ablösung. Neuer Tag, neuer Septim. Ja, sehr interessantes Gespräch, ja. Weil was löst du den jetzt ab beim Pause machen oder was? Wo kann der mal aufstehen? Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben 7 Uhr morgens. Komm mal, steh mal auf. Was braucht ihr, Meister? Ja, direkt runter und schon essen, ja. Klar. Stehen wir mal wieder auf. Ich stehe hier nur so, ess weiter. Ich warte auf den anderen Tuppes da. Können wir hier irgendwie ein bisschen Unordnung machen? Hier ist ja gerade keiner. Und dafür meckert ihr mich nicht an. Ich mache hier, schlag hier alles kaputt. Was braucht ihr, Meister? Eieieie! Ja, komm, fall runter. Hahaha. Jetzt wäre geil gewesen, wenn dieser Itzius runtergekommen wäre und ich hätte den getroffen. Ich hoffe, es lohnt sich. So. Unordnung habe ich gemacht und der Typ ist immer noch nicht da. Was braucht ihr, Meister? Schön. Ich habe Unordnung gemacht.
Kann ich noch auf den Tisch springen? Trampel ich euch das Essen hier noch ein bisschen platt. Ja, und du isst trotzdem noch weiter. Du bist ekelhaft. Ich bin über den Tisch gelaufen. Ich will nicht sprechen. Boah. Ist der überhaupt noch hier? Nicht, dass ich den schon verpasst. Ja, der ist noch hier. Nicht, dass ich den verpasst habe, wollte ich gesagt haben. Boah. Ich hoffe, es lohnt sich. Laber mich nicht ewig an. Was sagt die Uhr jetzt? Ach, wir haben ja schon 8 Uhr und er schläft halt immer noch. So langsam könnte er aber mal aufstehen. Wenn er dann wieder nur bekloppt in der Stadt rumläuft, werde ich sauer. Weil ich habe keinen Plan, was ich sagen soll. Der flirtet auch mit mir. Hallo, mein Schöner. Immer einmal kurz beißen und dann wieder gucken. Ich glaube, ich mache den nervös. Boitius. La 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 la. Tja. Was soll ich noch sagen? Was soll ich noch machen? Ich habe hier schon Unordnung gemacht. Ich habe mit dem geflirtet, beziehungsweise er flirtet immer noch mit mir. Und Itius ist halt immer noch nicht wach. Am liebsten würde ich den wecken gehen. Kriege ich Ärger, wenn ich da reingehe? Was braucht ihr, Meister? Ja, ich kriege Ärger. Und ich will keinen Ärger. Ah, Itius! Ich bin eure Ablösung. Meine Füße bringen mich um. Du hast bis jetzt geschlafen, also brauchst du nicht sagen, deine Nehmt Füße bringen Pause. Dich um. Neuer Tag, neuer Septim. Ja, geh raus. Sehr gute Idee.